Ja, Sie haben jetzt eine Idee davon bekommen, wer Heinrich Heine war als Mensch in seiner Zeit. Aber die Frage, die uns ganz besonders interessiert, ist natürlich, wer war Heinrich Heine als Schriftsteller? Ja, also warum lesen wir ihn heute noch? Was hat er geschrieben und warum ist das für uns interessant? Ich möchte Ihnen in diesem Video einen Überblick über drei Bereiche geben. Zum Ersten möchte ich Ihnen einen ganz kurzen Überblick über Heinrich Heines schriftstellerisches Werk als Ganzes in seiner Gesamtheit geben. Und dann werde ich Ihnen eine Idee von seinem lyrischen Werk geben. Na, das sind vor allem diese drei Gedichtbände, die er veröffentlicht hat und dann noch ein paar nachgelassene Gedichte, die in seinen gesammelten Werken erscheinen. Na, und wir werden uns anschauen, wie entwickelt sich Heinrich Heine als lyrischer Dichter. Und die dritte Frage, die wir uns stellen, ist, was ist eigentlich Heinrich Heines Leistung sozusagen als Schriftsteller? Also was macht ihn besonders als Schriftsteller in seiner Zeit? Ja, erstmal zu Heinrich Heines Werk insgesamt. Das Interessante an Heine ist, dass er ein sehr, sehr vielseitiger Schriftsteller ist, der eigentlich in praktisch allen Literaturgattungen irgendwann mal aktiv war. Ja, wenn ich sage alle, immer unter einem Vorbehalt, es gibt einen Bereich in der Literatur, eine Gattung, wo Heinrich Heine nicht sehr oder fast gar nicht aktiv war, und das ist die erzählende Prosa. Ja, also es gibt keinen Roman von Heinrich Heine. Es gibt so ein kleines Romanfragment, das aber eben unvollständig geblieben ist. Da hat er es mal versucht. Es gibt keinen Roman, es gibt keine Erzählungen von Heinrich Heine. Das ist der eine Bereich, wo er jetzt nicht sehr aktiv war. Ansonsten war er in allen Literaturgattungen zumindest an irgendeiner Stelle in seinem Leben mal aktiv. Ja, als junger Mann, relativ am Anfang seiner Schriftstellerkarriere, war Heinrich Heine ein Dramatiker. Ja, er hat Theaterstücke geschrieben, die auch aufgeführt wurden, allerdings nicht sehr erfolgreich, oder ich sag mal, eins seiner Stücke hat sogar einen Skandal damals ausgelöst, und die sehr aggressiven Reaktionen darauf haben dann zum Teil auch dazu geführt, dass Heinrich Heine sich vom Theater abgewendet hat, und dann später in seiner Karriere nicht mehr als Dramatiker in Erscheinung tritt. Was aber eine bedeutende Gattung gleich in seinem frühen Werk, so, ne, in seinen frühen 20ern, er fängt so in seinen späten Teens, frühen 20ern an zu schreiben, und eine bedeutende Gattung von Anfang an ist die Lyrik. Ne? Und man kann, glaube ich, sagen, Heinrich Heine ist als Schriftsteller auch in Deutschland heute noch am bekanntesten als Lyriker, ja, also als Autor von Gedichten. Na, und er beginnt eben als junger Mann in seinen 20ern mit sehr romantisch geprägter Lyrik, ne, vor allem Liebesgedichte, Liebeslyrik, Naturlyrik in einem romantischen Stil. Ne? Wie Heinrich Heines Verhältnis zur Romantik genau aussieht, das sehen wir uns dann im nächsten Video auch gleich an. Und das ist eigentlich sein Durchbruch, auch sein großer Erfolg kommt mit dieser romantischen Lyrik seines Frühwerks, die dann gipfelt in diesem Buch der Lieder, sein bekanntester von den drei Gedichtbänden, die er in seinem Leben veröffentlicht hat. In dem Moment, wo er das Buch der Lieder veröffentlicht, ist er aber schon dabei, sich weiterzuentwickeln schriftstellerisch. Und geht dann zu einer neuen Gattung über, und zwar zu dem, was er selbst Reisebilder nennt. Also das sind Reisebeschreibungen, und das ist damals Anfang des 19. Jahrhunderts ein populäres Genre. In der Zeit beginnt es ja zum ersten Mal so, dass Menschen in Europa anfangen zu reisen, in großem Stil. Das ist noch kein Massentourismus wie heute. Aber es kommt schon häufiger vor, dass Menschen jetzt reisen, nicht aus zum Beispiel kommerziellen Gründen, weil sie Kaufleute sind, sondern einfach, weil sie sich für fremde Gegenden und für fremde Länder interessieren. Na, ein wichtiger Text in der deutschen Literatur wäre da die italienische Reise von Goethe. Na, Goethe, der nach Italien gereist ist und darüber eben Ende des 18. Jahrhunderts so einen berühmten Reisebericht dann schreibt. Heinrich Heine trägt also bei zu dieser Gattung der Reiseberichte oder wie er selbst das nennt, Reisebilder. Aber das Interessante ist, dass bei ihm das eine ganz andere Wendung annimmt. Das wird sehr viel politischer. Er interessiert sich jetzt weniger für die großen Sehenswürdigkeiten, die antiken Gebäude, die Kunstwerke. Das kommt zum Teil auch vor. Aber er interessiert sich für
die Lebensweisen vor Ort, ja? Wie leben die Menschen da? Was für Klassen gibt es? Was für Probleme haben die Menschen vielleicht in diesen Gegenden, ne? Und damit kommt er natürlich automatisch in eine politische Literatur hinein, ne? In eine zeitkritische Literatur, ne? Und das führt ihn eigentlich auf diesen Weg des zunehmend politischen Schriftstellers, der dann eben auch Probleme bekommt. Probleme mit der Zensur und mit den politischen Institutionen seiner Zeit. Wir haben gesehen, Heine geht 1831 dann nach Paris ins Exil und in Paris führt er jetzt vor allem diese Aktivität als Prosaschriftsteller fort. Ne? Er ist in Paris sehr stark als Journalist tätig. Ne? Also er berichtet ja für diese deutsche Zeitung aus Paris und er berichtet aber auch den Franzosen über die deutschen Zustände. Und in diesen frühen Pariser Jahren schreibt er hauptsächlich Kritiken, Berichte, er schreibt Essays, ne? Hatte ich auch schon bei der Biografie erwähnt, sehr lange und profunde philosophische Essays, in denen er versucht, dem französischen Publikum die deutsche Philosophie und das deutsche Denken nahezubringen. Ne? Also das, auch über die Romantik. Ne? Das ist sozusagen, kann man sagen, Heines theoretische Abrechnung mit der Romantik, die da entsteht. Und erst in den 1840er Jahren, ne, wendet sich Heine dann wieder ganz verstärkt der Lyrik zu. Und das ist jetzt eine neue Form von Lyrik, die eben auch wieder stärker politisch ist, stärker satirisch zum Teil. Ne? Und eine Lyrik, in die jetzt mehr als in dieser romantischen frühen Lyrik, in die einfach konkrete Fragen des Alltagslebens, auch autobiografische Fragen zum ersten Mal eingehen dann. Ne? Und diese Lyrik führt dann eben in seinem zweiten Gedichtband die neuen Gedichte. Ne? Und wir haben dann eigentlich ab 1848, also ab eben der gescheiterten Revolution und auch diesem gesundheitlichen Zusammenbruch, den Heine in Paris erleidet, wo er dann eben nicht mehr sein Haus, nicht mehr seine Wohnung verlassen kann. Dann haben wir auch noch weiter dieses journalistische Werk. Heine fängt dann an, so seine alten Artikel zu sammeln und seine alten Texte zu sammeln. Also er weiß schon, er wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehr lange leben. Er fängt dann an, seine gesammelten Werke auch zusammenzustellen. Aber was in dieser Zeit eben im Spätwerk noch ganz stark entsteht und jetzt wieder eine neue Form auch annimmt, ist wieder die Lyrik. Ja? Und das mündet dann in diesem dritten Gedichtband, Romancero, wo wir auch noch wieder sehr stark politische Lyrik haben, aber dann eben auch sehr stark autobiografisch geprägtes, ne, und auch das, was wir genannt hatten, so eine Rückwendung zu religiösen Fragen, so religiöse Spekulationen ein Stück weit. Ja, ich habe jetzt schon die drei Gedichtbände kurz angerissen, ne? Ich gehe noch mal einzeln auf die ein. Jeder dieser drei Gedichtbände, ne, kann auch sagen, es sind vier, weil nach dem Romancero kommt dann noch dieser etwas spätere Band, Gedichte 1853, 1854, der erscheint aber nicht als individueller Band jetzt. Ja? Also den konnten die Leute damals nicht einfach so als Buch kaufen, sondern das war nur ein Teilband der gesammelten Werke von Heine, die er eben selbst schon zu seinen Lebzeiten dann herausgibt. Also drei oder vier Bände. Ne? Aber alle diese vier Gedichtbände, wenn wir jetzt von vier ausgehen, haben immer so verschiedene Zyklen von Gedichten, ja, also so drei oder vier oder fünf verschiedene, man könnte sagen Kapitel mit eigenen Titeln. Und in diesen Zyklen sind dann eben Gedichte zusammengefasst, die entweder ein ähnliches Thema haben oder die einen ähnlichen Stil haben. Das heißt, man sieht auch innerhalb dieser individuellen Bände dann schon eine Entwicklung oder man sieht halt, dass Heine eine große Vielfalt von lyrischen Stilen beherrscht und von lyrischen Themen auch, für die er sich interessiert. Ja. Also das Buch der Lieder, na, nochmal, ist der erste, früheste Gedichtband, ist eben die Summe sozusagen seines frühen lyrischen Werks. Das heißt, da schaut er eigentlich schon mit jetzt Ende 20 zurück auf sein früheres lyrisches Schaffen und sagt, okay, das habe ich hier geleistet, damit bin ich jetzt auch ein Stück weit fertig vielleicht mit dieser Phase und mit diesem Stil. Und das kann ich jetzt als ein Buch herausgeben. Also das Interessante ist, Heine schreibt eigentlich nie ganz gezielt jetzt mit der Idee, ich mache
aus diesen Gedichten einen Band und der wird dann dieses Thema haben. Sondern er schreibt einfach so über viele Jahre häufig, manchmal also über 10 Jahre schreibt er an Gedichten. Und dann kommt so der Moment, wo er entscheidet, das wird jetzt ein neuer Gedichtband. Und dann beginnt er diese Gedichte ganz gezielt zu ordnen. Ne? Also er selektiert, ne? Er wählt Gedichte aus, die er in die Bände aufnimmt, andere legt er zur Seite. Die Gedichte, die er aufnimmt, die werden häufig nochmal überarbeitet, ne? An denen feilt er nochmal, die poliert er nochmal, dass sie noch perfekter werden. Na, und er ordnet diese Gedichte sehr, sehr präzise an, dass die auch einen Zusammenhang ergeben innerhalb dieser Zyklen. Dann. Ja, und im Buch der Lieder ist das eben sozusagen das Endergebnis seiner frühen schriftstellerischen Arbeit, sind diese sehr romantisch geprägten, oft kürzeren Gedichte. Ja, häufig haben die nur so 3 oder 4 Strophen und es eben ja, wird auch damals angesehen vom deutschen Lesepublikum als eigentlich der Höhepunkt der romantischen Liebeslyrik. Also es gibt keinen deutschen Dichter wohl, der so viele Liebesgedichte geschrieben hatte wie Heinrich Heine in seinem Frühwerk. Ansonsten, ich sagte schon Naturlyrik auch, es gibt auch im Buch der Lieder so einen experimentellen Teil. Einer dieser Zyklen in dem Buch heißt Die Nordsee. Das sind eben so sehr experimentelle Naturgedichte in Prosaform. Also ne, Heinrich Heine gibt da den Reim auf und die traditionelle Strophenform der Gedichte. Das ist eigentlich damals Avantgarde, könnte man sagen. Aber insgesamt ist dieses Buch der Lieder einfach sein erfolgreichstes Buch, ne, in seinem Leben. Es wird vom Publikum sehr positiv aufgenommen. Was interessant ist, viele dieser Gedichte, speziell eben diese Liebesgedichte im Buch der Lyrik, die werden vertont, also die werden von verschiedenen Komponisten in Musik gebracht, als Lieder. Ne? Die Gedichte werden zu Liedern. Heinrich Heines Lyrik ist schon sehr melodisch und musikalisch von ihrem eigenen Rhythmus her. Und viele Komponisten erkennen das und sind begeistert von dieser Musikalität und auch von den Themen eben, ne? Diese individuelle Liebeslyrik, diese Gefühlslyrik da. Und deswegen ist Heinrich Heine wohl der deutsche Dichter, der am meisten in Musik gesetzt wurde, ne? Von Komponisten wie Franz Schubert oder Robert Schumann. Also so die großen romantischen Komponisten in der deutschen Musik haben eigentlich alle irgendwann mal mehr oder weniger viele Lieder zu Texten von Heinrich Heine geschrieben. Und diese Texte sind fast immer aus diesem ersten Band, dem Buch der Lieder, 1827 erschienen. Ja, dann kommt 1844 in Paris im Exil, da ist er ja schon 13 Jahre jetzt in Paris, kommt der zweite Band, die neuen Gedichte. Und das ist interessant, ne? Das ist jetzt zwischen 1827 Buch der Lieder und 1844 die neuen Gedichte sind 17 Jahre. Also das sind Gedichte aus 17 Jahren drin und entsprechend heterogen, kann man sagen, ist auch dieser Band. Das ist zum einen noch so was wie eine Nachlese drin aus dem frühen Schaffen. Also ne, noch so romantische Gedichte, die sind ganz ähnlich nochmal, wie das, was auch im Buch der Lieder schon war. Und dann kommen aber neue Themen hier rein. Ja, Themen, die jetzt Heinrich Heine in dieser Pariser Zeit anfangen zu interessieren. Na, man muss dazu sagen, ich habe es schon vorher erwähnt, Heinrich Heine schreibt in diesen frühen Pariser Jahren sehr viel weniger Lyrik. Ne? Er schreibt da nicht jede Woche ein Gedicht, sondern vielleicht nur einmal im Monat oder ne? Ist jetzt aus der Luft gegriffen. Aber die Gedichte sind wesentlich weniger wichtig als Gattung in seinem Schaffen in Paris. Aber trotzdem, in diese Pariser Lyrik kommen ganz neue Themen rein, unter anderem die Körperlichkeit. Ja, also Heinrich Heine, haben wir gesagt, interessiert sich für Sexualität, interessiert sich für den Körper. Und dieses Thema, das kommt zum ersten Mal in den neuen Gedichten wirklich rein. Denn diese frühen Gedichte im Buch der Lieder, die waren schon eher so platonisch. Ja, das war so eine sehr spirituelle Liebeslyrik. Aber da geht es jetzt nicht unbedingt um konkrete körperliche Sexualität zum Beispiel. Und das kommt dann in den neuen Gedichten rein. Und ein weiterer wichtiger Teil der neuen Gedichte ist dann eine ganz neue Gattung. Und das nennt Heinrich Heine Zeitgedichte. Ja, also Zeitgedichte ist sowohl sozusagen ein Genre von Heines Lyrik, das ist aber auch der Name oder der Titel von einem dieser Zyklen aus den neuen Gedichten, aus dem zweiten Gedichtband jetzt. Ne? Die Zeitgedichte sind der letzte Teil aus den neuen Gedichten. Was heißt Zeitgedichte? Naja,
Gedichte über die Zeit, über die Gegenwart. Ja? Gedichte über unsere Zeit von Heine aus gesehen, also die 1840er Jahre. Das heißt politische Gedichte über die Situation in Deutschland, die Situation in Europa. Und das sind häufig sehr humorvolle, sehr satirische Gedichte, in denen Heine sich lustig macht über die reaktionäre Politik seiner Zeit. Wir haben ein eigenes Video, werden Sie sehen, zu Heine und die Politik. Wir werden sehen, Heine ist ein Progressiver, der sich eben in seiner Lyrik da ab den 1830er, 40er Jahren sehr stark kritisch einmischt in politische Debatten der Zeit und politische Autoritäten seiner Zeit karikiert, satirisch sich über sie lustig macht. Ja, dann kommt die 1848er Revolution, ja, und Heines gesundheitlicher Zusammenbruch und dann der dritte Band, eben Romancero 1851. Und der hat jetzt drei solche Zyklen, wieder drei Teile in diesem Band, ne, und die sagen schon ganz viel aus über die Themen, die Heine interessieren. Die drei Zyklen heißen Historien, Lamentationen und jüdische Melodien. Ne, Historien, was mit Geschichte, ne, also es sind häufig Balladen, also Gedichte, Erzählgedichte über historische Events, ne, historische Begebenheiten, die Heine dann häufig in Bezug setzt zur Gegenwart. Also Heine schaut sich die Geschichte an in diesen Gedichten in Bezug auf die Gegenwart. Ja. Der zweite Teil, Lamentationen, also Klagelieder. Ne, es gibt in der Bibel, im Alten Testament, ein Buch, die Klagelieder des Propheten Jeremia, Lamentationen. Also hier geht es um Leiden. Ne, und das sind erstens Leiden an der Welt, politisches Leiden auch, aber auch ganz individuell Heines autobiografisches Leiden jetzt. Ne? Autobiografisch gesehen Heine als kranker Mann, als gebrochener Mann, dessen politische Ambitionen enttäuscht wurden, der da in Paris in seinem Zimmer, in seiner Matratzengruft liegt, ne? Und der seinem Tod entgegengeht, auch ganz bewusst. Der weiß, dass er bald sterben wird. Und darum drehen sich diese Gedichte, die Lamentationen. Und der dritte Teil dann eben jüdische Melodien. Ja, da sehen wir, Heinrich Heine wendet sich am Ende seines Lebens wieder jüdischen Themen zu, jüdischer Mythologie, jüdischen Erzählungen. Ne, und da sind eben drei lange Gedichte aus diesem jüdischen Themenkreis in diesen letzten Band eingegangen. Und dann kommt eben noch, dann drei Jahre später, kommt dieser Band in den gesammelten Werken von Heinrich Heine, Gedichte 1853, 54. Das ist das Spätwerk. Das ist Heine unglaublich produktiv in diesen letzten Jahren, schreibt ganz, ganz viel Lyrik, schreibt wirklich manchmal ein Gedicht pro Tag. Ne? Und diese Gedichte sind zum Teil ähnlich wie die im Romancero, nur noch mal radikaler. Ja? Also diese theologischen, religiösen Fragestellungen, auch die Radikalität, wie er auf seinen eigenen kranken Körper schaut, ne? Noch mal das Thema der Sexualität, der Sinnlichkeit, all das, der Vergänglichkeit, der Sterblichkeit, wird er einfach noch mal radikalisiert. Und Heinrich Heine selbst sieht auch diese späten Werke eigentlich als seine besten und als seine radikalsten und modernsten an. Ja, jetzt sind wir schon bei der dritten Frage dann, ne? Die Einschätzung, was ist das Besondere, warum ist Heine wichtig? Warum ist Heine bis heute vielleicht der am meisten gelesene deutsche Lyriker des 19. Jahrhunderts? Ja, viele Leute würden sagen, das ist wahrscheinlich der wichtigste Lyriker in der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert. Was ist eigentlich seine Leistung? Da gibt es mehrere Punkte. Zum einen ist an Heine wichtig, er ist der erste deutsche Lyriker, der die deutsche Alltagssprache in die Literatur eingeführt hat. Ja, also vorher in der Klassik mit Goethe oder Schiller gibt es halt eine deutsche Literatursprache. Das ist sehr hochstehend, ein hoher Stil. Aber so die Alltagssprache bis hin zu Schimpfwörtern, die Gossensprache, ja, Sexualität, all solche Dinge, die kommt da eigentlich nicht vor. Und Heinrich Heine ist der Erste, der wirklich die deutsche Alltagssprache mit allen, die niedrigen Stilniveaus literaturfähig macht und in die Lyrik einführt. Ja. Zweiter Punkt, Heinrich Heine, das habe ich schon bei der Biografie gesagt, ist vielleicht der erste deutsch-französische Intellektuelle, der erste europäische Intellektuelle, wirklich. Ja. Er sieht deutsche Verhältnisse aus französischer Perspektive. Er sieht sich selber als einen Kosmopoliten in gewisser Weise, ja, also jemand, der in verschiedenen Kulturen zu Hause ist, in verschiedenen Systemen, ne? Und diese
Perspektive auf Deutschland aus der Ferne, aus Paris, ne, das macht ihn ganz besonders interessant und da ist er eigentlich ein Pionier einer neuen Gattung von kosmopolitischen Intellektuellen, speziell von deutsch-französischen Intellektuellen. Dritte Leistung von Heinrich Heine, er ist wahrscheinlich der erste wirklich wichtige politische Lyriker in der deutschen Literatur. Ja, also es gibt schon vorher, ich würde jetzt mal sagen, so Anfang des 19. Jahrhunderts, also auch zu Lebzeiten von Heine, gibt es auch schon Schriftsteller in deutscher Sprache, die sehr stark politisch sind, die radikal sind. Ja, Georg Büchner, haben Sie vielleicht mal gehört, den Namen Georg Büchner, der erste wirklich wichtige politische Dramatiker in der deutschen Literatur. Aber das ist eben kein Lyriker. Und Heinrich Heine ist wahrscheinlich bis heute der bedeutendste politische Lyriker in deutscher Sprache. Und der vierte Punkt, und der führt uns dann gleich zum nächsten Thema, ist, Heinrich Heine wird oft als der Überwinder der Romantik angesehen. Ja, also Heinrich Heine ist der Schriftsteller, der in der Romantik anfängt, der die Romantik zu einem Höhepunkt führt, der sozusagen der irgendwann der romantischste aller Romantiker in Deutschland ist und der sich dann abwendet und der dann woanders hingeht und die Romantik hinter sich lässt. Ja? Und das alles immer theoretisch reflektiert. Warum ist die Romantik irgendwie nicht mehr zeitgemäß? Warum ist die Zeit der Romantik vorbei? Das ist eine Frage, die Heinrich Heine sehr umtreibt. Ne? Und da sind wir jetzt beim nächsten großen Thema, nämlich Heinrich Heine und die Romantik. Ja? Das ist unser erster großer Themenblock. Aus diesem Themenfeld sind die ersten Gedichte, die wir uns anschauen. Sie haben vielleicht schon so eine grobe Idee, was ist die Romantik, wann war die ungefähr. Ich habe Ihnen dazu eben eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Und ich würde Sie bitten, dass Sie als nächstes jetzt mal diese PowerPoint-Präsentation durcharbeiten und dann schauen Sie das nächste Video an, zum Thema Heinrich Heine und die Romantik.